Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, mit dem Backtracking sind wir immer noch nicht so ganz durch. Wir müssen immer noch ein paar alte Gebiete erneut besuchen, damit wir auch schön die Trophäen für sämtliche sammelbaren Gegenstände bekommen. Einmal für alle ID-Karten, also alle Ausweiskarten. Und auch noch eine Trophäe für alle Nostromo-Loks. Lass mich raten, da geht's gar nicht durch, oder? Wahrscheinlich lässt sich das Rolltor überhaupt nicht oder nur von der anderen Seite öffnen. Mist. Okay. Ich frage mich, ob immer noch so viele Androiden hier herumschwirren. Ich will es nicht hoffen. Müsste ich nicht eigentlich einfach nur durch das Marshall-Büro laufen und von dort aus finde ich schon irgendwas? Fuck the Marshalls. So. Keine Ahnung, wo sich Ricardo jetzt gerade aufhält, ob er immer noch in dem Büro drin ist. So, ah, hier links rum. Das sollte der richtige Weg sein, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Ja, damit bin ich wieder in dieser Shopping Mall gelandet. Ja, die Androidenleichen, die sind auch schon alle weggeräumt worden. So wie es scheint. Sieht trotzdem nach wie vor sehr unangenehm aus, der Ort. Ich höre keine Schrittgeräusche. Ah, das war wohl die Tür, die sich hinter mir geschlossen hat, oder? Oder, oh, ich bin an der Tür vorbeigelaufen. Hoppala. So. Sieht echt so aus, als wäre die Luft rein. Geil. Das gefällt mir. Was ist denn hier? Ah, Ladungspack, schade. Ich dachte Munition für die Pumpgun, weil man sie hier ja sehr exzessiv benutzen konnte. Das war echt eine der besten Stellen im Spiel, wo man sich badass fühlen konnte, weil man rumballern konnte, wie man wollte. Jetzt ist das Ganze wieder vom Tisch. Wenn ich jetzt rumballere, dann, na, laufe ich in die Gefahr, dass ich nicht nur einen Xenomorphen auf den Plan rufe. Naja, da ist der kleine Säuberungsbot, der uns den Weg geöffnet hat durch den Lüftungsschacht. Schön zu sehen, dass er wieder an seiner angestammten Position rumhängt. Okay, da wären wir. So, und hier muss ich zum Raumfahrtterminal. Okay, und von dort aus scheint es nur noch ein Katzensprung zum nächsten sammelbaren Gegenstand zu sein. Na komm. Klick. Oh, der nächste sammelbare Gegenstand ist nur ein Archivlog? Na okay, theoretisch hätte ich den überspringen sollen. Aber egal, ich möchte noch alles holen, was ich kriegen kann. Ah, das ist sogar tatsächlich der letzte sammelbare Gegenstand, der Backtracking benötigt. Ha. Okay. Okay, jetzt, wir sind erledigt. Entweder lade ich jetzt diese Mission 16 noch einmal neu, oder ich soll vom Startpunkt, oder ich soll wieder zum Startpunkt zurückkehren. Ja. Echt? Wenn ich die Mission noch einmal neu lade, werden dann auch alle sammelbaren Gegenstände gespeichert? Naja, zugegeben, es ist ein Versuch wert. Wo genau ist das nochmal? Ich glaube, da oben, wo die verschlossene Tür ist. Gepäckausgabe. Oh! Bin ich wieder an diesem Ort gelandet. Ganz am Anfang vom Spiel. Klick auf. Na? Oh, ich dachte, da liegt eine Leiche.
So, einmal über die Leichensäcke. Hat mich ja vorher auch nicht großartig interessiert. Warum sollte es das jetzt tun? Mein Bewegungsmelder hat irgendetwas erfasst. Warum? Scheiße. Wenn ich ihn ausschalten muss, dann auf leise Weise. Also mit Elektroschocker. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, erwischt zu werden. Warum läuft hier ausgerechnet ein Android noch herum? Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Geht er weg? Die ganze Zeit nur in eine Richtung. Das ist natürlich praktisch. Hoffentlich hört er jetzt den Nionenschneider nicht. Pistole, bla. Null. Was ist denn hier? Zugangscode eingeben. Oh. Ich glaube, den habe ich nicht. Sprengkapsel. Sensor, Sensor. Hier. Oh, danke. Alter, er hat sogar gezeichnet? Oh, war ein begnadeter Zeichner ist offensichtlich. Nicht schlecht. Und er hat echt die Kreatur gesehen und dachte sich, ach ja, ich zeichne sie mal ab. Ach nein! Fernsehgerät. Nix da. Zum Glück hatte ich meine Fernbedienung in der Nähe. Was war da jetzt? Ja, pff. Wo soll ich denn jetzt den Zugangscode hernehmen? Tja, keine Ahnung, was für ein Code da reinkommt. Ich habe ihn nicht herausgefunden. Ich habe einige Versuche unternommen. Keiner davon war richtig. Und um ehrlich zu sein, jetzt möchte ich auch nicht mehr. So, jetzt kann ich Missionsspeicherstand noch einmal neu laden. Mission 16. Okay. Hoffentlich wurde das nicht in der Zwischenzeit gepatcht und auf diese Art und Weise verliere ich wieder die gesammelten Gegenstände. Ich habe vorsichtshalber extra noch einmal vorher gespeichert, damit ich notfalls auf diesen Speicherpunkt zugreifen kann. So, das bedeutet, ich habe jetzt 8 von 10 Nostromo-Loks, 44 von 45, 44 von 50 Ausweisen. Ja, mit den Archivloks. Das ist jetzt nicht allzu wichtig. Ich werde immer noch alles aufsammeln, was ich kann. Aber wenn ich mal welche verpassen sollte, dann wird es jetzt auch nicht so schlimm sein für Ricardo! mich. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren. So, jetzt gucke ich erst einmal nach hier. Tatsächlich, ich habe die ersten 8 alle noch da. Krass. So, und ich müsste noch 6 Fragezeichenfelder hier haben. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Passt perfekt. Sehr schön.
Also habe ich tatsächlich alles behalten. Hätte ich nicht gedacht. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen. Okay, das bedeutet, ja, perfekt, jetzt sind wir wieder da, Aber wo der Funk ist wir immer noch gesperrt. Das von Ihnen zu angedockte unserem Ambulanzshuttle ist Freund im laufen Eimer. Die müssen. Torrents ist der einzige Ausweg. Gut. Upsala, falscher Weg. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. So. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Oh nein, mein Flammenwerferöl! Oh nein! Das sehe ich ja jetzt erst. Mein Flammenwerferöl ist weniger geworden. Och, scheiße. Heißt das auch mein Bolzenschneider? Oh, okay, nee, wisst ihr was? Wegen der ganzen Munition finde ich, lohnt es sich doch, den ganzen Weg hierher zurückzulaufen. Ach, Mist. Das bedeutet. Ja, okay. Ich werde dann doch offscreen noch einmal bis hierher laufen, Leute. Weil auf die ganze Munition, die ich mittlerweile eingesammelt habe, möchte ich definitiv nicht verzichten. Ah, wunderbar, da wäre ich. So schwer, wie der Guide das jetzt ausgemalt hat, ist es nicht. Ich meine, klar, das ist jetzt eine schwierigere Variante im Vergleich zu einfach den Missionsstartpunkt noch einmal neu zu laden. Aber hierher zu kommen, war an sich eigentlich überhaupt nicht anstrengend. Was haben wir denn hier? Sensor? Mäh. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegsen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Na Was toll. meinen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Och nein. Sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Alles klar. Danke, Ricardo. So. So, wo lang? Rechts. Sodele. Okay. Na toll. Also haben wir es jetzt wieder mit schießwütigen Menschen zu tun. Großartig. Genau das, was ich jetzt noch brauche. Hoppala. So, abspielen. Na? Tagebucheintrag 340. Okay, ich muss mich ruhig verhalten. Ich habe ein kleines Versteck im Raumfahrtterminal gefunden. Nicht unbedingt komfortabel, aber gemütlich genug. Ich habe eine Tasche mit dem Nötigsten gepackt und ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Sevastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Hier ist es immerhin abgeschieden. Ich bin nah am Terminal. Wenn also tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Okay. Da lang. Oh, was ist denn jetzt los? Och nö. Oh, kann ich sogar von innen öffnen? Oh, krass. Ich wollte jetzt krass und geil gleichzeitig sagen. Auch schön. Okay. Noch sind die Typen, die schießwütigen Typen, nicht in Sichtreichweite. Noch. Ich höre welche. Ich höre welche soll heißen. Ich benutze lieber wieder den Ionenschneider, um mir eine weitere Alternativroute zu schweißen. Da kommt schon schnell um die Ecke. Okay.
Sehr gut, Ripley. Weiter. Aha. Soweit, so gut. Ist es ein Android? Hat auf mich zumindest wie einer gewirkt. Okay, verschlossene Tür. Ist da hinten einer? Nein. Alter! Toren auf 80% und fallen. Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Shit. Ist alles total beschissen. Ja, hinter der Tür ist der Android. Das ist klar. Ganz ruhig. Shit. Ach, natürlich, es wäre doch cleverer, jetzt so die längere Route zu nehmen. Scheinbar nur verguckt, als ich hier jemanden gesehen habe. Ich hoffe es. Ja. Was haben wir hier? Neuverkabelung. Stimmt. Sicherheitszugangsgenerator? Muss ich da überhaupt dran? Ich glaube nicht. Oder? Scheinbar kam ich... Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Bitte sieh mich nicht. Es musste wahrscheinlich geschehen. Was war deine Idee? Okay. Scheiße. Das ist natürlich schlecht. Schnell, schnell, schnell. So. Nein. Ach, inkorrekt. Drei, komisches Ding. Geht hier auf den Kopf. Kapsel. Schiefes Raumschiff. Keine Ahnung, weil du keine andere Wahl hattest. Ach Gott, ey. Oh, Türzugriff. Sehr gut. Das bedeutet, die Türen sind jetzt vielleicht offen. Oh. Pumpgun, Elektroschockerladung, okay. Warte mal, ist jetzt, habe ich jetzt eventuell den... Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Ich habe jetzt vielleicht den Dingens, den Androiden freigelassen. Oder? Das klingt so danach. Scheinbar ist er schon losgegangen und hat irgendeinen Typen erledigt. Keine Ahnung, was für einen. Aber es war deine Idee, nicht meine. Okay, er kommt hierher. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, das wird noch schön. Gehört sie nicht sofort hier abhauen. Okay, ich hau ab. Ich hau ab. Ja, ja. Oh, oh.
Sehr gut, die werden jetzt schön abgelenkt. Das Problem ist, das Alien könnte durch die Schussgeräusche angelockt werden. Auch noch einer. Ich muss nur rechts reinschlüpfen. Rechts, 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 rechts. Schnell, 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 schnell. Im oberen Stockwerk. Orbitalstabilisatoren werde ich wahrscheinlich fündig. Okay. So. Dann mal aufgepasst. Ich habe nämlich gehört. Der Kerl ist direkt neben mir. So, Hauptsache, ich habe gespeichert. Okay. So. Ich glaube gelesen zu haben, dass an dieser Stelle ein ziemlich guter Zeitpunkt wäre, um Alien-Tode zu farmen. Es gibt nämlich eine Trophäe für 100 Alien-Tode, die ich natürlich aus dem Grunde bislang nicht angegangen bin, weil ich ja einen Spieldurchgang machen muss, ohne zu sterben. Aber ich glaube, ich kann das Ganze umgehen, indem ich nämlich meinen Speicherstand jetzt einfach mal in meinen Online-Speicher oder auf einen USB-Stick kopiere. Anschließend werde ich die 100 Tode erfarmen. Nachdem ich das getan habe und die Trophäe freigeschaltet ist, kopiere ich meine Spielstände wieder zurück. Und dann sollten die ganzen Tode ja eigentlich ausradiert sein und alle Trophäen sind nach wie vor erreichbar. Oder zumindest die, dass ich ohne zu sterben das Spiel durchspielen muss. Das sollte doch möglich sein. Ich hoffe es zumindest sehr. Okay, dann würde ich das an dieser Stelle gerne machen. Ich werde eben meine Spielstände in Sicherheit bringen. Moment. Oh, entschuldigt bitte, ich nehme alles zurück. Laut dem Trophäenleitfaden kommt die Stelle, wo man sie in diesem Kapitel erfarmen kann, etwas später erst. Deswegen werde ich an dieser Stelle dann doch anders verfahren. So. Ich schleiche mich an dem einen Typen vorbei, indem ich drumrum gehe. Ich meine, zugeben, das macht auch Sinn, denn bislang hat das Alien sich noch nicht bemerkbar gemacht, dass es anwesend ist. Kein Rütteln in den Lüftungsschächten oder sonstiges. Okay, soweit, so gut. Bislang läuft's prima. Finden Sie Ricardo. Erzähl mir nicht, da kommt noch irgendetwas Nützliches raus. Ja, hätte mich auch gewundert. Oh, da ist ja noch etwas. Etwas Leeres. Ja, danke auch. Oh, da scheine ich sowieso nicht rein zu können. Ist Ricardo da drin? In dem Raum links neben mir? Yo! Ripley, was geht? Klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Okay, finden Sie das Observatorium der Sevastopol. Gut. Ah, danke dir. Okay, Momentchen. Oh, dann musste ich aber auch noch einmal auf den Collectible Guide gucken. Nicht, dass ich etwas verpasse. Okay, passt schon. Ich liege noch gut im Schnitt. 40% und fallend. Na?
Ah, Aufzug rufen, ich wollte schon sagen. Huch. Ich muss ihn doch rufen, oder? Kommunikationszentrum. Ja, einen anderen Weg sehe ich hier zumindest nicht. Oder soll ich hier den Lüftungsschacht nutzen? Nee, damit käme ich nur zurück. Das ist Quatsch. So. Ich denke mal, der Zeitpunkt, wo ich das Alien dann... wo ich die Alien-Tode dann erfahren kann, der wird sich dann durchaus bemerkbar machen. Spätestens dann, wenn das Alien sich zeigt. Oder frühestens. Puh. Bis jetzt kommen wir doch einigermaßen gut voran. Das ganze Backtracking haben wir jetzt über anderthalb Parts, glaube ich, verteilen müssen. Tja. So ist es halt. So. Wir wollen ja die 100% auf schwer, ohne zu sterben, ohne Menschen zu töten. Also, boah, das ist... Ich habe mir da einen richtigen Brocken als Projekt vorgenommen, ne? Aber ich wollte es so. Ich wollte... Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Ups. Irgendwo hier in der Ecke war doch der Zugang zu einem... Oh oh. Okay. Ich dachte schon, die kommen jetzt hier irgendwie hoch durch so eine Seitentreppe. Alles gut. Nur Schrott, den ich überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Ich bin jetzt schon wieder... Eigentlich laufe ich schon die ganze Zeit mit vollem Gepäck rum, von daher... Ah, jetzt muss ich mal zur anderen Seite. Ich erinnere mich noch daran, dass ich letztes Mal rechts entlang musste. Da, wo die Typen gerade sind. Das bedeutet, ich werde hier wohl lang gehen können, ohne dass die mich sehen. Ich höre eine Kamera, aber solange sie mich nicht verrät und so ein komisches Gitterlicht schmeißt, ist ja alles okay. Jawohl. Okay. Ja. An Menschen vorbeizukommen ist vollkommen in Ordnung. Sehr gut. Zack. Sodele. Auf jetzt. Oh. Man weiß mal wieder nicht. Schüsse oder Alien? Könnte auch beides gewesen sein. Stellt euch das mal vor, ein Alien mit einer Knarre. Als ob es die bräuchte. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Okay. Muss ich hier Aussichtsplattform aktivieren? Okay. Was? Eingabe mit Angleichen und X zum Bestätigen. Okay. Was genau? Okay. Ach so, ich soll immer die jeweilige Richtung drücken und dann X drücken. Oh, okay, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was genau will das Spiel gerade von mir? Ach du Schande, was ist denn jetzt? Ausdock-Richtung? So? Muss ich warten, bis der innere Ring den äußeren berührt. So. Nice. Okay. 11. Dezember 2137. Koordinaten der Torrents. Koordinaten Umkehreingabe 35. Noch irgendwas? Hier? Oh.
bisschen Weltraumstation herumgeschiebe. Okay, noch irgendwas? Weltraumscan einleiten. Ah. Sollte doch easy sein. Und Wems. Perfekt. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Yes. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Geben Sie die Koordinaten der Torrents manuell ein. Das muss ich wo machen? Ach du Scheiße. Noch weiter weg hätte es nicht sein können, was? Okay. Ah, jetzt kann ich wieder. Hoffentlich haben die Typen nicht spitz gekriegt, was ich hier mache und sind hierher unterwegs. Na komm. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Meinst du den hier? Ja, nice, ein Stein. Ich hab's. Danke. Okay. Perfekt. So, hier finde ich auch den letzten sammelbaren Gegenstand in diesem Kapitel. Hoffentlich auch eine Speicherstation. Wenn entweder eine Speicherstation oder ein automatischer Speicherpunkt kommt, werde ich auf jeden Fall den Part dann beenden. Ja, Speicherpunkt, okay. Und da sehe ich auch schon die Ausweiskarte. Die wird eingesammelt. Spiel wird gespeichert. Bam. Super, Leute. Gut, dann wird die ganze manuelle Arbeit im nächsten Part erledigt. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.